Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Play Hard. Wir nehmen alle Worte, Frank. Wollen jetzt nochmal versuchen, die erste Mission jetzt zu schaffen. Jetzt haben wir nur schon ein bisschen geübt. Und ja, dann gehen wir das mal an. Ja, andere Charaktere habe ich hier noch nicht freigeschaltet. Dann low. Kein nix. Nix einschalten. Gut, dann mal los. Wieder die ultra geile Mucke hier. Ich habe übrigens einen kleinen Trick rausgefunden. Achso, hier geht's. Ja, sprinten kann man hier auch mit Shift. Es stehen hier gerade so schön viele Leute auf der Straße. Fahren wir doch mal einfach alle über oder wo. Stelle ich mich mal hier hinter den Kart und dann los. Und alle tot. Achso, hier kann man sich was anzeigen lassen. Geil. Hier ist so eine Falle, da kann man jemanden reinschubsen. Aber erstmal jemanden haben, der da hier in das Gully geht gerade keiner mehr. Ach, die geht zum Feuer. Die schubsen wir mal rein. Oh, verbrannt. Dann holen wir hier mal den Ball machen. Was kommt da jetzt für eine Gang? Ach, ich krieg einen Security-Typen, okay. Wahrscheinlich ganz gut, wenn die Polizei kommt und einen festnehmen will. Weiß mal hier. So, hier oben. Ach, oben haben wir. Ach doch, ein Benzinkanister ist oben, aber ist gerade keiner drin. Das bringt ja dann auch nichts. Ich kann hier auf jeden Fall den Schrank nochmal ansägen. So. Hier Feuer machen bringt jetzt. Macht jetzt wenig Sinn. Das ist cool, dass man sich das hier anzeigen lassen. Mit Rechtsklick macht man das genau. Ich könnte jetzt den Typen hier oben. Er muss erstmal versuchen. Ich könnte ihn ja mal mit rausnehmen. Ach ne, ich mach einfach Feuer an, genau. Oh, verbrenne. Verbrennt er gleich. Ich hätte natürlich auch ein paar Typen noch reinlegen können, dann hätten ein bisschen mehr gebrannt, aber da kommt schon die Feuerwehr. So, können wir auch nochmal anmachen. Draußen ist noch jemand. Den könnte ich mir holen. Ah, hier, das können wir auch noch anmachen. Da kommt schon die Polizei. Was? Den Drinker noch. Drinker noch vergiften. Also hier, die Bowle. Mal. 18 haben wir schon getötet, 47 müssen wir töten, also die Party geht wirklich erst vorbei, wenn alle tot sind. What? Sagt er. I don't like you. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Ja, geht er mal hier zum Schrank, der Kleine, oder what? Ah, hier hinten, draußen ist einer. Ah, oder im Bad oben. Den können wir auch töten hier. Ah, jetzt geht die Tür nicht zu. Mein Gefährte da wieder. Der Tür geht. Zeit ist noch da. Da einfach. Und die andere. Keiner auf Klo gewesen. Ich hau ab. Halle haben wir da hinten noch. Im Schrank ist auch noch keiner gewesen. Ja, die Fallen haben wir soweit jetzt erstmal alle aufgebraucht. Oh, ist eine Leiche. Ach ja, die sterben jetzt alle, weil sie vergiftet sind. Oh, da ist eine an dem Schrank umgefallen. Sehr gut. Das ist nicht schlecht. Ah, denen geht's allen nicht mehr so gut. Oh, fuck. Das wollte ich nicht. Mist. Mist. Nein.
Ich habe jetzt nichts, wo ich mich verstecken kann. Aber er kommt zu mir. Ich kann mich nirgendwo verstecken. Mist, 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 Mist. Ah. Ah, der soll mich nicht kriegen. Ah, der haut wieder ab. Er hat mich nicht gekriegt. Was ist denn mit ihm hier? Was ist denn mit dem kaputt da? Hä? Was hat der denn da gemacht? Kann man da jetzt nicht mehr durchgehen oder wie? Da kommt man nicht mehr durch, hat er verbaut. Okay. Was ist denn mit dem da? Lol. Zu viele Leute hier noch unterwegs. Das ist nicht einfach. Wirklich vorsichtig sein. Kann er den auf Klo jetzt nochmal umbringen? Ah, sind sie wieder aufgewacht. Gut. Oben küssen sich welche. Geh mal weg. Gut. Oh, hat er gar nicht mitgekriegt, der eine hier. War auch weggebracht. Muss jetzt zwar noch eine. Fuck. Zwanzig Leute leben noch. Hier unten, den können wir jetzt töten. Jetzt kommen die Cops schon wieder. Ja, er muss die Fallen wirklich mit Bedacht einsetzen, ne? Also. Ja, haben sie gefunden auf Klo. Erstmal warten, bis die Cops wieder weg sind. Das Einzige, was ich probieren kann, ist, die Leute zu tragen. Hier oben, dann nehmen wir den hier oben und schleppen den einfach zum Eiskübel und lassen den da liegen. Jetzt ein bisschen verbuggt. Wer hängt der da hinten jetzt? Was für ein Bug? Das ist auch ein lustiger Bug. Da sind jetzt auch gerade wieder zwei Leute. Jetzt tot oder was? Wird doch nur getragen. Ja, die bleibt da direkt in der Tür stehen. Was machen wir denn damit? Der guckt aus dem Fenster. Ich hoffe mal, dass er mich jetzt nicht sieht. Oh, schnell weg. Schnell weg. Jetzt gleich. Mit dem Gulli müssen wir auch mal aufpassen, dass wir da mal einen reinschubsen. Boah, lass mich bloß nicht überfahren hier, alle. So, Leertaste war das, wenn sie jetzt vorbeigeht. Klappt. Ja, komm, geh weg. Ich muss hier stehen. Ja. Geht gerade keiner. Ah, geht nicht. Komische Cowboy da. Ah, hier, jetzt können wir wieder bei dem Typen kaufen hier. Der verkauft uns immer schöne Sachen. Na komm. Wo verkauft er? Ich gehe mal hinterher. Da hinten küssen sich zwei. Können wir auch umbringen. Bring die mal um. Was haben wir jetzt? Eine Smoke-Granate, okay. Ich lasse sie jetzt hier einfach mal liegen. Oben ist jetzt wieder einer auf Klo. 31 haben wir jetzt schon. Jetzt sind zwei hier. Nicht gut. Jetzt sind sie dritt. Wenn jetzt nicht einer rausgeht. Doch, jetzt geht einer raus. Was machen die jetzt da?
So, einen haben wir wieder weniger. Tür ist zu. Machen wir hier eine Rauchgranate rein. Da hinten noch um. Ach, jetzt kommt die mir hier hinterher, oder was? Die hauen jetzt alle ab. Doch nicht. So, kriegen wir den draußen? Komm raus hier. Ah, jetzt haut's ab, Mist. Draußen liegt einer, den schnappen wir uns. Muss ein Computer-Fuzzi da? Er ist auch gerade, der hat gerade wieder Besuch. Der Cowboy, der steht da auch die ganze Zeit, ne? Den haben wir verdeckt. So, 34 von 47. Sieht alles gut aus. Mal den Typen hier um. Wo will er? Wo ist er jetzt hin? Komm durch hier. Ah, jetzt kommt sie wieder durch, ne? Ich glaube, ach ne, doch. Dann verstecken. Ich bleib hier oben. Hat keiner gesehen. 36 haben wir jetzt. Ich weiß nicht, wozu die Rauchgranate gut sein soll, aber. Kommt der nächste. Hau ab. Ach, jetzt haut er wieder ab. Na komm, verkauft er noch was hier? Ein schönen Gegenstand hier. Na komm, mach deine Taschen auf. Hängt er da an dem Bett fest? Kann man jetzt trotzdem was kaufen? Ach, hier kann man sich verstecken, oder was? Ja. Oh, den. Stecken wir auch nochmal. Sind es nur noch 10 gewesen? Ach, man kann die auch ins Gully schmeißen. Dafür ist das gut. Wieder reinzuschmeißen. Stimmt. Da pennt. Ah, die sind jetzt direkt am Fenster. Schmeiß mir noch eine Smoke-Granate rein. Komm jetzt um. Schnell rein damit. So, wieder einer weg. 38. Kriegen die hier keinen Schaden oder was? Hier unten ist noch einer. Den können wir umbringen. Ah, haut ab. Fuck. Ich bringe den mal am Fenster da. Ah, jetzt kommt sie da durch. Der liegt natürlich direkt am Fenster, das ist blöd. Dann geht nochmal einer auf Klo, oder was? Oder mal hier raus, genau. Tür zu. Mist. Ich glaube, die haben mich jetzt. Mist. Bin ich jetzt dran? Ne, die haben mich nicht entdeckt. Aber man muss einfach nur schnell genug oder lange genug von der Polizei davonlaufen, das hilft schon. Die anderen Leichen haben sie noch gar nicht entdeckt. Geh mal hier lang. Wollte ich hier oben noch schnell verstecken. Haben wir auch versteckt. Jetzt sind nur noch die auf der Tanzfläche, ne? Ah ne, da unten pennt einer, den schnappen wir uns. Den schnappen wir uns. Na, ist echt ein spaßiges Spiel. Ich bin mal gespannt auf die zweite Mission. Und nehmen wir mal mit und verstecken den schnell. Mal aufpassen, dass beim Fenster da, wenn man da zu dicht dran ist, das ist nicht gut. So, 6 Leute noch. Aber ich hoffe mal, dass er hier vielleicht nochmal wieder was verkauft. Cool, wenn er hier mal seine Taschen aufmacht.
Aber ich kann gerade nichts kaufen. Einmal hinten sind jetzt zwei in der Küche. Ah, jetzt geht eine raus. Die können wir machen. Sind zwar nicht mehr so viele. Draußen ist jetzt noch eine, die nehmen wir uns jetzt auch noch mit. Leg ich dann da hinten zu den anderen. Scheiße. Ah, nehmen wir sie jetzt mit hier. Ah, hier ist natürlich blöd, wenn der jetzt hier beim Fenster steht, sonst hätte ich sie gleich ins Gully schmeißen können. Da oben rein und machen den da unten jetzt noch tot. Ich den auch gleich weg. So, noch drei Leute, das können wir wohl schaffen. Wie gesagt, mit ein bisschen Übung, wenn man die Fallen alle richtig versteht, was sie für einen Zweck haben, dann geht das eigentlich. Jetzt noch eine in der Küche, die schnappen wir uns noch. War es eigentlich schon fast. Nur noch der DJ und der Typ hier. Wir warten mal, dass der Typ hier vom DJ weggeht. Die müssen sich ja nicht unbedingt gleich sehen. Na komm, ich tanze mal mit dir ein bisschen hier. Ja, ist schön, schön leer die Party jetzt hier, ne? Dip, 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 dip. Na komm, beweg dich jetzt. Der will tanzen, sagt er. Geht er jetzt hin? Bring ich ihn um und dann den DJ hier. Weil der DJ macht sowieso nichts. Und tot. Geschafft. So, jetzt gibt es den absoluten Dance hier. Dip, 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 dip. Oh, Punkte eigentlich wieder. Boah, overall 4410. Ja, so sieht das denn aus, ne? Ein kleiner Abspann. You arrived at the scene after the assailant had fled, correct? A little after 3 a.m. Yeah. Were you aware of his current mental state at the time, Mr. West? His mental state? His confusion, the blood dripping from his hands, like someone else was driving him forward, yet a bright light leading him onwards. I heard that bright light, as you so eloquently put it, was just a bunch of biker trash scumbags in search of lost souls. Guess he must have hitched a ride with them somehow. Perhaps it was when they realized that the party was already dead. Excuse the pun. Speaking of dead, wasn't your daughter Katie at that party, Mr. Oha, eine Tochter soll da gewesen sein. Blood zigzagging between those bathroom tiles. It was like a sledgehammer using my stomach as a welcome mat. Drowning without water. Jesus. She was so messed up that I couldn't even ID the body. Not bad. Und das wäre die zweite Party, also die Biker-Party. Die gucken wir uns dann in der nächsten Episode an. Okay, dann vielen Dank fürs Einschalten. Euer Underwater Frank.